So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rassecheck. Bis gerade hatte ich noch Mütze auf, weil es so schweinekalt war. Deshalb ist meine Frisur so. Ach, ist ja auch egal, wie sie ist. Wir wollen uns heute über einen Gesellen unterhalten, der ja häufig verschätzt und unterschätzt wird. Wir gehen jetzt in den nächsten Folgen auf die Sennenhunde ein und fangen heute an mit dem Appenzeller-Sennenhund. Als nächstes kommen dann noch der Berner und der große Schweizer. In dieser Reihe habe ich den Entlebucher tatsächlich rausgelassen, weil der Entlebucher mir zu selten über den Weg gelaufen ist und weil sie meiner Erfahrung nach gar nicht sich so groß unterscheiden von den Appenzellern. Trotzdem, wenn ihr ein Entlebucher-Fan seid, kommt ihr leider nicht dran, vorerst. Fangen wir an mit dem Appenzeller. Los geht's! So, kommen wir jetzt zu den grundlegenden Informationen zum Appenzeller. In den letzten Jahren habe ich immer wieder Appenzeller in der Hundeschule gehabt, zeitweise sogar 3-4 Stück auf einen Schlag. Ich habe das Gefühl, dass sie tatsächlich so ein bisschen auf dem Vormarsch sind und ein bisschen häufiger vertreten werden wieder. Prinzipiell finde ich das sehr gut, weil der Appenzeller ein Hund ist, der wirklich auch viele positive Eigenschaften mit sich bringt, aber auch ein paar, auf die man achten muss, die mitunter auch negativ sein können. Bis heute ist nicht genau belegt, wo der Appenzeller seinen Ursprung hat und wie er eigentlich entstanden ist. Die erste Erwähnung eines solchen Hundes ist um 1850 zu finden. Der Rassestandard wurde 1914 begründet, sodass der Appenzeller jetzt etwas über 100 Jahre alt ist, so wie wir ihn kennen. Eingesetzt wurde der Appenzeller wie fast alle Sennenhunde hauptsächlich in den Alpenregionen. Dort war er vermehrt als Bauern- oder Hütehund unterwegs. Es ist also ein waschechter Arbeitshund. Wenn man einen Appenzeller mal arbeiten sieht und die da wirklich die Hänge hoch und runter pesen und Rinderherden von bis zu 200 Tieren zusammenhalten, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da ursprünglich mal an ja Arbeitswillen und welche Intention da auch in der Rasse dahinter steckt. Mittlerweile trifft man den Appenzeller aber auch vermehrt als Familienhund und in gewissen Teilen ist das durchaus berechtigt. Wie ich gerade schon erwähnte, war bis vor kurzem der Appenzeller gar nicht so weit verbreitet und das liegt unter anderem daran, dass er und einige andere Sennenhundvertreter eine Zeit lang als fast vom Aussterben bedroht galten. Die Zucht hat sich da aber ein bisschen verändert, sodass man ihn immer häufiger auch wieder antrifft und dass dieser vom Aussterben bedroht Status jetzt eigentlich keine Rolle mehr spielt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum man jetzt den Appenzeller auch häufiger hier mitten in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel antreffen kann. Ein großes Problem beim Appenzeller und der Zucht ist gewesen, dass nur wenige Prozent der Rüden zur Zucht zugelassen wurden. Das Zuchtziel, das mittlerweile im Vordergrund steht, ist tatsächlich die Gesundheit. Das heißt, man hat ganz, ganz viel Wert darauf gelegt, nur noch gesunde Hunde in die Zucht zuzulassen. Das war früher auch schon so, aber das hat sich ein bisschen geändert. Darauf kommen wir noch zu sprechen, wenn wir in den Gesundheitsbereich ein bisschen tiefer eintauchen und uns tatsächlich ja die Gesundheit ein wenig näher anschauen. So, ich muss mich mal bewegen. Ich gucke nämlich voll in die Sonne. Kann mich nicht konzentrieren. So, ich nehme euch mit. In den Alpen brauchten die Bauern, die Schäfer und Rindervieh-Besitzer, wie auch immer, brauchten einfach einen robusten und gesunden Hund. Das Klima da ist harsch, es ist mal kalt, es ist mal nass. Die Hunde mussten leistungsfähig sein, lange auf den Beinen sein können, hoch und runter rennen und so weiter und so fort. Diese Leistungsfähigkeit werden wir nachher auch noch ein bisschen beleuchten. Der Appenzeller wird ungefähr 50 bis 60 cm groß und ist mit 25 Kilo ein sehr, sehr sportlicher Typ. Man findet im Internet ganz, ganz viele Worte, die mit dem Appenzeller verbunden sind, aber auf nahezu allen Quellen, ja, kann man immer wieder die gleichen Punkte lesen oder hören. Der Appenzeller ist ein irrsinniges Energiebündel und hat einen extrem hohen Arbeitseifer und vor allem auch, und das wird sehr häufig unterschätzt, einen sehr hohen Bewegungsdrang. Kommen wir später auch noch dazu. Gemütlich und gechillt rumliegen gibt es beim Appenzeller eigentlich nicht. Wenn die sich legen, dann ist das nur, um den Akku aufzuladen, um danach wieder von vorne anfangen zu können. Wo er auf der einen Seite ja seine Problemchen mit sich bringen kann, weil er eben so ein aktiver Hund ist, ist auf der anderen Seite ein extrem familienbezogenes Kerlchen. Der Appenzeller ist super mit den eigenen Kindern und fügt sich in eine bestehende Familienstruktur in der Regel sehr, sehr gut ein. Er ist aber leider Gottes auch sehr skeptisch gegenüber Fremden mitunter, was daran begründet liegt, dass man eben das auch als Hof- oder Wachhund
auf dem Bauernhof oben haben wollte. Ein Hund, der im Zweifel mal anschlägt oder aber auch Fremden Bescheid sagt, dass sie nicht alleine da sind. Das soll zur grundlegenden Information reichen. Tauchen wir jetzt in unsere Punkte ein und fangen an mit dem Bereich Erziehung. Im Bereich Erziehung werden uns jetzt einige Worte und einige Charaktereigenschaften, die wir gerade schon angeschnitten haben, wieder begegnen. Der Appenzeller ist ein passabler Wachhund und auch das ist ein Thema, das wir erzieherisch aufgreifen müssen. Ich kann nur jedem raten, frühzeitig gegen das Bellen anzugehen und dagegen zu arbeiten, dem Hund zu vermitteln, dass er eben nicht diese Aufgabe in der Wohnung oder im Haus und im Garten übernehmen und wahrnehmen muss. Bellen ist also ein Thema, dem wir uns erzieherisch widmen müssen und das ist mitunter etwas schwieriger als vielleicht bei anderen Hunderassen. Dazu kommt, dass der Appenzeller auf der einen Seite ein ultra robuster Hund ist und das arbeitstechnisch auch sein musste und ich sag mal, der ein oder andere Schäfer oder Bauer auch jetzt nicht unbedingt zimperlich mit seinen Hunden umgeht. Was der Appenzeller aber mitbringt, ist einen sehr starken Gerechtigkeitssinn und ein Gespür für Fairness. Wenn der Appenzeller das Gefühl hat, unfair oder ungerecht behandelt zu werden, dann werden die richtig beleidigt. Dann schalten die auf stur und dann machen sie schlecht mit. Wo man also auf der einen Seite eine konsequente Linie braucht und auch Konsequenz hier und da mal an den Tag legen muss und durchgreifen muss, darf man nicht dazu neigen, in den falschen Situationen so zu reagieren oder gar generell undurchsichtig oder ungerecht zu sein. Denn dann wird es sehr, sehr schwierig, den Appenzeller auf den richtigen Weg zu kriegen. Ich habe in den letzten Jahren die Rüden sehr prollig oder eher prollig kennengelernt, was unter anderem auch an ihrer Statur, an der Körperhaltung, an der Rute und an vielen anderen Dingen liegt. Die sind schon sehr testosterongeladen. Das sind richtige Testosteronbomben. Die setzen das aber nicht in Notgeilheit um. So zumindest mein Gefühl und meine Erfahrung. Die sind aber doch schon eher so Stare-down, Prolle, das kann einem tatsächlich in der Erziehung ein bisschen Schwierigkeiten bereiten und das Ganze ein bisschen erschweren. Trotzdem ist der Appenzeller ein Hütehund durch und durch, ein Hofhund, ein Wachhund, ein Arbeitshund durch und durch gewesen und das spielt sich in der Erziehung tatsächlich auch wieder. Wir können also jedes Ziel erreichen, wir müssen nur wissen, wie. Es ist nicht so, dass der Appenzeller extrem schwer zu erziehen ist, man muss nur den richtigen Weg für sich und für seinen Hund finden und da kann es durchaus sehr individuell werden. Der eine Appenzeller funktioniert mit Leckerchen super und liest einem quasi ja, die Wünsche aus den Augen und für ihn reicht das voll und ganz. Dem nächsten muss ich hier und da auch mal die Grenzen aufweisen oder die Hammelbeine langziehen. Wieder der dritte braucht so einen gesunden Mittelweg. Das ist eine ganz starke Charakterfrage. Passt man jetzt auf, dass man eben nicht diese Sturheit erwischt und dass man eben nicht, ja, sich das selbst durch undurchsichtiges, unklares und zu harsches, zu lautes Arbeiten und Training verbaut, dann hat man aber wirklich gute Karten, einen Appenzeller toll zu erziehen. Es gibt so ein paar Punkte wie Bellen und Misstrauen gegen Fremden, was so dieses Wachhundgehen angeht, das er tatsächlich auch in sich trägt. Da kann es ein bisschen schwerer werden. Aber im Familienbereich mit den Kindern herrlich. Insgesamt bringt er also sehr, sehr viele gute Facetten mit, um die Erziehung auf ein sehr, sehr hohes Level zu bringen. Es ist überdurchschnittlich gut, es ist aber hier und da auch ein bisschen Feintuning möglich und nötig. Deshalb kriegt der Appenzeller von mir hier 3,5 von 5 möglichen Punkten. So, auch im Bereich Alltag müssen wir jetzt ein paar Punkte, die wir in der Einleitung angesprochen haben, wieder aufgreifen. Ich habe es da schon erwähnt, passabler Wachhund. Und der ist sehr bellfreudig. Das alleine ist jetzt gar nicht so problematisch, man muss halt dagegen arbeiten, aber das kann einen im Alltag tatsächlich einschränken. Dazu kommt, dass der Appenzeller ein tatsächlich sehr energisches Organ hat. Also die haben ein sehr helles und mitunter recht lautes Bellen im Vergleich zu anderen Hunderassen. Das ist im Alltag natürlich hier und da etwas ungünstig, je nachdem wie ihr wohnt. Dazu kommt die Skepsis gegenüber Fremden, dieser Wach- und Schutzinstinkt des eigenen Bereiches. All das kann das natürlich ein wenig verstärken oder multiplizieren. Trotzdem ist er im Alltag eigentlich ein passabel zu führender Hund. Bis zu 25 Kilo wird er schwer, sodass er im Restaurant auch nicht zu viel Platz wegnimmt. Er ist also nicht zu groß. Trotzdem kann es sein, dass in der Bahn oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit so einem großen, prollig aussehenden, mitunter dunklen, sehr viel schwarzlastigen Hund auch mal gefragt werdet, lieber einen Maulkorb anzuziehen. Der dritte Punkt, den wir hier bedenken müssen, ist die starke Familienverbundenheit des Appenzellers. Diese Hunde sind sehr, sehr nah bei Menschen und bei der Familie und das kann einem das Thema alleine sein auch ein wenig erschweren.
Diese drei Punkte sind also sehr wichtig im Bereich Alltag, um das Ganze ein wenig zu beurteilen. Das Bellen und Verbellen, das mir dann durchaus auch mal passieren kann, wenn Kinder zu Besuch kommen, die meine Kinder besuchen wollen oder. All diese Dinge brauchen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Er ist nicht zu groß, er ist nicht zu klein. Trotzdem ist es ein Hund, mit dem man im Alltag hier und da kleinere Einschränkungen zu befürchten hat. Es wechseln zwar längst nicht alle Menschen die Straßenseite, wenn ich mit einem Appenzeller spazieren gehe durchs Dorf, aber der ein oder andere ist doch schon eher skeptisch. Das Prollige, das Aufrechte, das sehr muskulöse Auftreten, diese Dinge können für Fremde im Alltag eher befremdlich oder bedrohlich wirken, wenn sie keinen guten Bezug oder kein gutes Verständnis von Hunden haben. Trotzdem ist es, weiß Gott, kein sehr schwieriger Hund, was den Alltag angeht. Wir werden in den anderen Bereichen noch so ein bisschen darauf eingehen, wie es um die Auslastung und Motivation steht. Und das kann im Alltag natürlich auch eine Rolle spielen. Insgesamt schneidet der Appenzeller hier aber ganz gut ab. Mit 4 von möglichen 5 Punkten landet der Appenzeller hier leicht über dem Mittelfeld und macht eine ganz gute Figur. Kommen wir jetzt zur Motivation. Dafür nehme ich euch wieder mit. Cut! So, der Punkt Motivation ist wieder ein Thema für sich. Da müssen wir ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich habe es eben schon gesagt, eigentlich als absolutes Arbeitstier gezüchtet und tatsächlich auch noch so eingesetzt vielmals, bringt er eine gute Basis mit und ist in der Regel auch gut zu motivieren. Der Appenzeller ist ein verspielter Hund, spielt auch gerne mit Kindern und dem Fußball. Er ist mit Futter ganz gut zu motivieren. Die Rüden in der Pubertät hier und da mal so ein bisschen schwieriger. Da fehlt es dann tatsächlich an Fresstrieb und Futtertrieb. Aber ja, die Basis ist da. Trotzdem, der Appenzeller ist kein Hund, der einem die Sterne vom Himmel holt. Er ist also, weiß Gott, nicht zu vergleichen mit einem Border Collie oder einem Australian Shepherd, die einfach viel mehr Lust und Laune an der Arbeit mitbringen. Dazu kommt dieses Gerechtigkeitsempfinden und ja, die Tendenz dann doch mal schnell zur beleidigten Leberwurst zu werden und nicht gut mitzuarbeiten. Deshalb müssen wir hier dem Ganzen so ein bisschen Rechenschaft tragen. Vergleicht man den Appenzeller mit anderen Hunden, wie zum Beispiel Retrievern oder dem Border Collie und Australian Shepherd, muss man ganz klar sagen, da ist die Motivation schon ein bisschen geringer. Sie ist aber auch nicht unterdurchschnittlich. Deshalb landet der Appenzeller hier mit 3 Punkten solide im Mittelfeld. Ich habe mich schwer getan, ob es vielleicht auch 3,5 oder 4 hätten sein können. Aber wenn man den direkten Vergleich zu anderen Hunderassen zieht, wird es dann doch schon echt schwer teilweise. Vor allem in der Pubertät sind die Rüden, ja, eher desinteressiert eine gewisse Zeit lang und man muss ein bisschen konsequenter und intensiver arbeiten, ohne dabei zu viel zu wollen, weil er sonst wieder abschaltet. Und das müssen wir hier hauptsächlich bedenken. Trotzdem ist es ein sehr, sehr gut zu erziehender Hund, weil er eine gute Motivation mit sich bringt, aber es könnte halt eben auch ein bisschen mehr sein. Ich habe eingangs erwähnt, dass der Appenzeller sehr, sehr häufig in meiner Erfahrung unterschätzt wird. Und unterschätzt wird er hauptsächlich bei der Auslastung. Dieses Setting, das ich hier mit meinen Hunden habe, ein großer Wald, lange Spaziergänge, das ist das, was der Appenzeller liebt und was er tatsächlich auch braucht. Wenn man sich überlegt, wo er herkommt und wofür er eingesetzt wurde, auf den Bergen in den Alpen die Rinderherden von oben nach unten und umgekehrt zu treiben und zu hüten, dann kann man sich vorstellen, welches enorme Bewegungspotenzial in diesem Hund steckt. Der Appenzeller ist kein Sprinter, er ist ein Dauerläufer. Und das macht er sehr, sehr gerne. Er muss dabei nicht schnell sein, aber er will und muss sich ein bisschen bewegen können. Diese Information wird häufig, meiner Erfahrung nach, in den Rassebeschreibungen nicht deutlich genug unterstrichen. Der Appenzeller ist ein Hund für aktive Leute. Vom Agility über Joggen, Wandern, Fahrradfahren, Canicross, all diese Dinge macht der Appenzeller gerne mit. Er ist auch gerne dabei, so ein bisschen geistige Auslastung zu machen, von Tricks und Klickern und so. Da, ja, ich würde jetzt sagen, ist er nicht der Beste und nicht der Geeignetste, dann bringt er nicht so viel Lust mit. Aber sobald es Richtung Mantrailing geht, wo sich Bewegung und Schnüffeln zum Beispiel verbinden, ist er schon wieder deutlich besser unterwegs. Insgesamt ist es aber ein Hund, der eher körperliche Auslastung und körperliche Bewegung braucht und diese auch sucht. Hier müssen wir jetzt tatsächlich sagen, obwohl man es ihm nicht ansieht, ist der Appenzeller einfach schwieriger als der durchschnittliche Hund. Deshalb bekommt er hier 2 Punkte im Bereich Auslastung. Im letzten Rassecheck habe ich den Beagle erwähnt. Ich würde die beiden fast auf die gleiche Stufe stellen, wobei die Auslastung beim Appenzeller fast noch ein bisschen schwieriger ist. Denn der ist zwar genauso motivierbar und der braucht auch viel und lange Bewegung, aber da, wo ich mit dem Beagle noch über Futter gut was machen kann, weil der einfach noch ein bisschen mehr Motivation für das Futter mitbringt, sagt der Appenzeller auch, Arschlecken, habe ich jetzt gerade keine Lust. Im Prinzip kann der Appenzeller sich aber auch auslasten und beschäftigen, indem er den ganzen Tag mit den eigenen Kindern spielt, aber ja, so richtig ausreichend ist das im Zweifel auch nicht.
Wichtig also für euch im Hinterkopf zu halten, der Appenzeller ist ein Hund, der Bewegung braucht und Bewegung liebt und das gerne auch länger, wirklich länger. So ein stundenlanger Spaziergang, den macht ihr auch im Zweifel im Dauerlauf. Wenn ihr 3-4 Stunden wandern seid, dann kommt ihr in den Bereich, wo der Appenzeller sagt, jetzt fühle ich mich sehr wohl. So, kommen wir zum Bereich Pflege. Das wird eine ganz kurze Geschichte. Der Appenzeller ist ein wirklich pflegeleichter Hund. Die einzigen Einschränkungen sind so ein bisschen die Größe und die Schlappohren. Aber das ist nichts im Vergleich zu Hunden mit richtigen Schlappohren wie einem Basset oder einem Beagle, wo die Ohren tatsächlich komplett hängen. Der Appenzeller hat ja so teilweise noch Stehohren, also nicht so richtige Schlappohren. Die Größe mit 25 Kilo ist hier und da mal ein bisschen schwierig, wenn ich ihn irgendwo hoch und runter heben müsste. Aber das ist kein Grund, ihm hier groß was abzuziehen. Denn es gibt Hunde, die sind viel kleiner, viel leichter und viel schwieriger in der Pflege. Wenn man den Appenzeller vernünftig auslastet und für genug Bewegung sorgt, muss man sich um die Krallen nicht kümmern, hier und da mal in die Ohren geguckt. Aber genau wie bei jedem anderen Hund auch, ist das eigentlich nicht so wild. Unter dem kurzen schwarzen Fell zeichnet sich jede Beule, jeder Kratzer und jede Zecke mitunter ab, sodass ich da auch recht schnell das Ganze finde, lokalisieren kann und beheben kann. Es gibt hier für mich keinen Grund, dem Appenzeller im Bereich Pflege nicht volle 5 Punkte zu geben. Wenn wir in den Bereich Gesundheit als nächstes schauen, wird es allerdings ein bisschen anders aussehen. Kommen wir jetzt zum Bereich Gesundheit. Ja, wie gerade schon gesagt, die Gesundheit ist ein großes Thema. Ich habe das anfangs erwähnt, dass der Appenzeller eine Zeit lang vom Aussterben bedroht war, in Anführungsstrichen. Das liegt unter anderem daran, weil man nur wirklich ganz, ganz wenige Rüden zur Zucht zugelassen hat, weil man ganz spezifische und sehr eng gesteckte Vorstellungen hatte, wie die Rasse sein soll. Da ging es weniger um Gesundheit, als denn mehr ums Aussehen. Trotzdem hat das zu einer großen Problematik geführt und das ist Inzucht. Der Appenzeller ist eine sehr inzuchtgeplagte Hunderasse. Und das kann ein großes Problem sein. Wenn man sich einen Appenzeller anschafft, sollte man hier tatsächlich ganz, ganz genau auf den Stammbaum achten. Da sollte kein Kennelname doppelt vorkommen, ansonsten kann das schon zu ernstzunehmenden Problemen führen. Diese Inzucht führt vor allem zu Herzproblemen und zu einem sehr oder verhältnismäßig niedrigen Lebensalter. Eine Lebenserwartung von 10 bis 12 Jahren ist verhältnismäßig wenig. Es hat ja mittlerweile, wie ich erwähnt habe, ein Umdenken stattgefunden und die Zucht ist ein bisschen aufgeschlossener geworden, sodass man auch ja andere Zuchtrüden und somit andere Blutlinien mit reinkriegt. Aber das ist ein Prozess, der über Generationen stattfinden muss, um das Ganze wieder gesünder zu machen. Ich habe letztes Jahr 3 Appenzeller gehabt, alle aus dem gleichen Wurf. Einer davon ist sehr krank gewesen und entweder verstorben oder musste quasi erlöst werden. Das kann auch auf diese Inzuchtproblematik zurückzuführen sein. Gesundheitliche Dinge, mit denen der Appenzeller zu kämpfen hat, sind natürlich Gelenksachen, HD, ED, OCD. Das liegt unter anderem an der Zucht und an der Genetik, aber auch eben einfach an seinem Gewicht. Ja, 25 Kilo auf die Körpergröße ist schon stattlich. Es ist ein sehr muskulöser Hund und diese Bewegungsfreude, ja, bringt natürlich noch einen Punkt dazu, wenn man am Anfang nicht darauf achtet, dass sie sich auch mal ein bisschen schonen. Ansonsten ist die Liste gar nicht so lang. Wir haben hier und da Probleme mit den Augen, wir haben Herzfehler, aber ja, der Hauptpunkt ist tatsächlich die große Inzucht. Auch wenn die Liste der Krankheiten beim Appenzeller nicht sonderlich lang ist, so ist die Inzucht oder der hohe Inzuchtsfaktor tatsächlich ein Damoklesschwert, das ständig über der Rasse schwebt. Und deshalb muss ich hier ein bisschen ja in der Bewertung das Ganze abbilden und auch abziehen. Die meisten Sennhunde, die ich kenne, und das ist egal, ob es der Appenzeller, der Berner oder der große Schweizer ist, die meisten Sennhunde haben tatsächlich verhältnismäßig häufig gesundheitliche Probleme und auch Dinge, die ja weggehen von einer einfachen HD im jungen Alter. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen und beim Appenzeller musste ich das leider Gottes auch feststellen. Wie gesagt, der eine, ich glaube Barney hieß er, oder nee, hieß der neue Barney und der davor anders, ich weiß nicht, hat es leider nicht geschafft. Und das ist für einen jungen Hund, der nicht mal ein Jahr alt ist, wirklich, wirklich traurig. Deshalb kriegt der Appenzeller hier, obwohl es eigentlich ein robuster Hund ist und man mit so Alltagskrankheiten nicht so viel zu tun hat, weil er eben ja wettertechnisch gut aufgestellt ist, leider trotzdem nur 3 von möglichen 5 Punkten. So, wollen wir weitergehen? Da. Kommen wir jetzt als nächstes zu unserem vorletzten Punkt, Jagdverhalten. Wie viele andere Sennenhunde auch, ist der Appenzeller jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er enormen Jagdtrieb mitbringt. Ganz im Gegenteil, der ist
ja, verhältnismäßig gering. Aufsteigendes Jagdverhalten oder zu starkes Jagdverhalten ist häufig eine Folge von mangelnder Erziehung und vor allem falscher oder mangelnder Auslastung und Bewegung. Wer seinen Appenzeller vernünftig bewegt, wer einen Appenzeller gut erzogen hat, sodass er auch im Freilauf mal rennen und toben kann, mit anderen Hunden in Kontakt treten kann, dass der einfach frei sein kann und seinen Bewegungsdrang sinnvoll umsetzen kann, der sollte in der Regel kaum oder wenige Probleme mit Jagdverhalten haben. Es ist also eine lösbare Aufgabe. Trotzdem, man muss ein bisschen was tun. Es ist jetzt kein Hund, der gar kein Jagdverhalten zeigt. Und aufgrund der Größe und der Physis, weil es halt so ein bewegungshungriger Hund ist, kann es auch schon mal sein, dass so ein Reh, das durch den Wald rennt, doch mal so ein paar Meter verfolgt wird, weil das Rennen an sich einfach Spaß macht. Hier müssen wir einen ganz kleinen Punkt Abzug geben, weil es einfach Hunderassen gibt, die deutlich weniger Interesse an Jagen haben. Havaneser, Mops, die jagen so gut wie gar nicht. Der Appenzeller ist dann schon eher geneigt, doch mal hinterher zu rennen, obwohl es auch eher weniger Jagdverhalten als Beschäftigung und Bewegungstherapie ist, sage ich mal. Ich bin trotzdem der Meinung, dass der Appenzeller mit 4 von 5 Punkten hier im Bereich Jagdverhalten wirklich gut aufgestellt ist und einen guten Schnitt macht. Als allerletztes schauen wir uns das Verhalten an. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt auf unserer Liste, Verhalten. Spezifisch das Verhalten Artgenossen und Menschen gegenüber, speziell Kindern gegenüber. Insgesamt ist der Appenzeller ein Hund, der im Bereich Verhalten wirklich gut abschneidet. Der ist super, super nett mit der eigenen Familie und den eigenen Kindern und isst auch gerne um die Familie. Also Kinder, die im Garten spielen, werden häufig vom Appenzeller begleitet oder beobachtet zumindest. Er ist gerne dabei. Sein Verhalten Fremden gegenüber habe ich schon erwähnt. Er neigt dazu, so ein bisschen zu fremdeln und ein bisschen, ja, Skepsis an den Tag zu legen, was einfach der Arbeit als Wachhund letztlich geschuldet ist. Das kann hier und da auch mal dazu führen, dass der Appenzeller im Park jemanden anbellt oder anknurrt, den er irgendwie gruselig findet, weil er einen großen Hut oder einen langen Mantel anhat. Mit steigendem Alter gibt sich das aber, denn dann wird er eigentlich ein sehr, sehr souveränes Kerlchen. Mit Artgenossen ist der Appenzeller meistens sehr gut. Hier finde ich die Mädchen vor allem ein bisschen angenehmer als die Rüden. Die Rüden neigen dazu, auch hier und da mal aufgrund ihres, ja, sehr prolligen Auftretens, aufgrund dieser aufrechten Körperhaltung und der Ringelrute, ab und zu mal in, ja, Zwist und Keilereien zu geraten. Der Appenzeller ist ein sehr selbstbewusster Hund, was das auch angeht. Das heißt, so ein Rüde lässt sich da im Zweifel auch die Butter nicht vom Brot nehmen. Im Spiel mit Artgenossen oder mit Kindern ist er meistens sehr angepasst, kann aber, wenn es ihm richtig Spaß macht, auch mal ein bisschen zu kräftig und zu bolzig werden. Das meint er in der Regel nicht böse, das ist seinem Körper, seiner Statur, seiner Kraft geschuldet und ja, passiert einfach. Man kann das aber alles gut in den Griff kriegen und ich kenne wenig Appenzeller, die da vor allem mit der eigenen Familie oder ich sag mal mit dem engeren Rudel und dem Bekannten irgendwie falsch werden. Aufgrund der leicht prolligen Art und dass er Testosteron in noch mehr Selbstbewusstsein und Prollen umsetzt, muss ich aber hier doch ein ganz klein wenig abziehen. Wenn der Appenzeller ein bisschen weniger forsch auf andere Hunde zugehen würde, hätte ich hier gesagt, super, 5 Punkte. Wir müssen das trotzdem abbilden. Ich, ja, muss auch hier die Parallele wieder zu anderen Hunderassen ziehen, die insgesamt ein bisschen netter im Verhalten sind, insgesamt ein bisschen gesetzter oder freundlicher im Verhalten sind. Der Appenzeller ist nicht unfreundlich, das soll es nicht heißen, aber er ist ein reservierter oder eher skeptischer Hund mit fremden Menschen und kann halt eben aufgrund seines Auftretens mit anderen Hunden, mit anderen Artgenossen hier und da auch mal in den Clinch kommen. Trotzdem kriegt der Appenzeller hier sehr, sehr gute 4 von möglichen 5 Punkten. Kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Der Appenzeller schneidet unter den Sennenhunden, so viel kann ich vorwegnehmen, noch am besten ab, was die Punkte angeht. Es gibt so ein paar Punkte, da kann er eigentlich nichts für und da hat er hier und da bei uns ein paar, ja, Federn lassen müssen und das schlägt sich einfach in der Bewertung nieder. Die Gesundheit ist ein Thema, das alte Wachhundgehen und ja, die Skepsis und die Art und Weise, mit fremden Menschen oder fremden Situationen umzugehen, macht es hier und da ein bisschen schwierig. Insgesamt ist es aber wirklich ein toller Hund und ich finde es sehr, sehr schön, dass er wieder auf dem Vormarsch ist. Ich habe den Appenzeller bewusst hinter den Beagle gestellt, weil die in gewissen Teilen sich sehr ähnlich sind. Beide haben ein extrem hohes Bewegungspotenzial. Der Beagle ist allerdings ein bisschen einfacher auszulasten und ist ein bisschen, ja, netter insgesamt. Wo der Beagle noch für ein Leckerchen gerne mitmacht, sagt der Appenzeller, Arschlecken, ich laufe lieber eine Runde um den Fußballplatz. Das kann im Alltag ein bisschen schwierig sein und das macht es mitunter auch Hundehaltern, die sich nicht gut mit der Rasse auseinandergesetzt haben, hier und da ein bisschen schwerer. Wir hatten letztes Jahr
Nee, ja, letztes Jahr war ja Corona. Wir hatten vorletztes Jahr 3 Appenzeller in der Hundeschule, zwei von 2 verschiedenen Züchtern. Hier kommt auch wieder der Punkt, das ist eine sehr, sehr kleine Community. Es sind sehr wenig Züchter da. Das heißt, da gibt es auch nicht so viel Auswahl im Zweifel. Aber die waren insgesamt eigentlich alle auf einem guten Weg. Hier und da ein bisschen brollig, hier und da ein bisschen körperlich und laufen auch mal ein bisschen zu doll in die Leine. Und das kann es halt alles ein bisschen schwerer machen. Es ist wirklich ein robuster Hund, was die Umwelt angeht, was Körperliches angeht, was Wetter und Krankheiten angeht, die man so kriegen kann, wie eine Blasenentzündung, Erkältung, was auch immer da alles der Fall sein kann, da ist der Appenzeller gut aufgestellt. Aber der leider Gottes doch sehr hohe Anteil an Inzucht ist ein großes Problem für die Rasse. Man ist bestrebt, das wieder zu ändern und das ist sehr gut und man merkt es auch, der Appenzeller kommt immer mehr unter die Leute und wird mehr verbreitet und die neueren Generationen sind erfahrungsgemäß auch ein bisschen einfacher als die älteren. Trotzdem, der Hund hat ein riesen Bewegungspotenzial und das wird oft unterschätzt. Das wird wirklich oft unterschätzt. Ich persönlich habe die Appenzeller als sehr prollig erlebt, wenn es in die Pubertät geht. Ich hatte aber auch in der letzten Zeit fast ausschließlich Rüden. Ich glaube, ich hatte ein Mädchen in den letzten paar Jahren, der Rest waren Jungs. Und das kann einem hier und da bisschen graue Haare verursachen. Wenn man aber sauber arbeitet, wenn man gut arbeitet, wenn man in die Hundeschule geht, wenn man nicht unfair ist, aber trotzdem einen guten Weg gefunden hat, sich im Zweifel auch ein bisschen durchzusetzen, denn das braucht er auch hier und da mal, ohne unfair, ungerecht bei ihm anzukommen, dann hat man es eigentlich ganz gut erwischt. Wir hatten, ich glaube, vorletztes Jahr im Wildpark, da hatten wir gleich beide Appenzeller-Brüder dabei und die haben das super gemacht. Die waren natürlich auch abgelenkt von dem Wild, aber weiß Gott nicht so krass getriggert wie andere Hunderassen von einfach nur dem Anblick des Rehs. Der Appenzeller ist ein Hund mit wenig Jagdtrieb und super hohem Familiensinn, ist super mit Kindern und ja, wer einen aktiven Familienalltag hat, wer gerne in der Natur ist, wer gerne wandern oder joggen geht, der ist mit dem Appenzeller wirklich gut aufgehoben. Trotzdem schneidet er ein ganz klein wenig schlechter ab als der Beagle, die ich insgesamt auch als familienfreundlich und ein bisschen angenehmer empfunden habe. Das ist aber wie immer nur meine Meinung. In den nächsten Rassechecks gehen wir auf den Berner Sennenhund und den großen Sennenhund ein und danach gehen wir auf den Hovawart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt mir doch eure Meinung zum Appenzeller. Sagt mir doch mal, wie ihr das Video gefunden habt. Vielleicht liege ich mit meinen Erfahrungen und meiner Meinung in dem einen oder anderen Bereich nicht da, wo ihr seid. Das ist aber nicht schlimm. Es ist immer noch nur meine Meinung und meine Erfahrung. Trotzdem hoffe ich, dass ich den meisten von euch irgendwie hier abgebildet habe, beziehungsweise eure Hunde irgendwie hier abgebildet habe und doch ganz gut liege. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt noch eine weitere Runde durch den Wald spazieren, dass meine Nicht-Appenzeller sich ein bisschen bewegen können. Ich wünsche euch was. Ciao.